Jetzt neu in den USA. Der Monster Rehab Green Tea ist zurück. Den reviewen wir in diesem Video aber nicht, weil wir die Dosen einfach noch nicht da haben. Hoffentlich bald. Aber jetzt alt in Deutschland ist der Rehab Green Tea in der abgesetzten Version in diesem Design. So kennen wir ihn noch. Den gab es von so ungefähr 2016 bis 2021. So aussehend in Deutschland. Aber auch diese Version reviewen wir nicht, weil die Dose leer ist. Denn jetzt uralt in Deutschland ist der Monster Rehab Green Tea in dieser Version. Und ich weiß nicht, ob der dem einen oder anderen von euch vielleicht noch was sagt. Das ist die Version, die ungefähr 2011 in den USA und so 2013 rum bei uns in Deutschland erschienen ist. Wurde dann halt 2016 rum zu diesem Design. 2013 ist aber ein gutes Stichwort, denn ungefähr ziemlich von genau da ist auch noch dieser Drink, denn er ist 2015 abgelaufen. Heißt, wir trinken jetzt hier in diesem Video den ältesten Energy Drink, den wir in unserem Leben bisher getrunken haben. Der ist 10 Jahre alt, diese Dose hier, die ist voll. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen. Als wir ihn das letzte Mal getrunken haben, in dieser Version ist halt gut 4 Jahre her. Wir wollen uns zurückerinnern. Hoffentlich ist es mit der Version möglich. Auf jeden Fall erhoffen wir uns eine ganze Menge an Erkenntnissen. Welche Art werden wir sehen? Komm mit auf die Reise. Let's go. Bevor wir die Dose jetzt aufmachen und mal gucken, was für ein Zustand an Energy Drink da drin verborgen ist, kommen wir einmal zu den grundsätzlichen Fakten. Das Rehab Lineup, für die, die es nicht kennen, ist ja Monsters Lineup, wo Tee-Extrakt mit Energy Drink kombiniert werden. In der Regel ja auch immer ohne Kohlensäure. Beim Rehab Green Tea ist das halt eben in Verbindung mit Grüntee-Extrakt. Außerdem hat der Energy Drink Elektrolyte und auch Fruchtsaft enthalten. Also von den Inhaltsstoffen eigentlich echt interessant. Auch Kokosnusswasser ist da drin. Fancy Zusatzstoffe, die laut Monster einem vor allem über den Kater helfen sollen. Also vom Geruch geht der voll klar. Also man hat so eine leichte Teenote, aber ich finde, man riecht auch so die Fruchtnote raus, weil da ja auch Fruchtsaftkonzentrat drin ist. Das riecht eigentlich wie so ein Mischmasch aus verschiedenen Fruchtsäften mit so einer leichten Eisteenote drin. Jo. Also, ja, der riecht für mich jetzt auch nicht schlecht oder komisch. So wie der gefühlt riechen soll. Aber ich finde das fast komischer, dass der jetzt so riecht. Ich hätte mit allem gerechnet, aber doch nicht damit, dass der jetzt so riecht wie frisch aus dem Regal gegriffen. Schon dunkel. Schon dunkel, undurchsichtig. Aber es ist ein Rehab, da ist Tee-Extrakt drin. Die sind immer so ein bisschen dunkler. Dann, wollen wir mal. Ja, das geht mega klar. Und der ist mega gut. Ja. Vielleicht keine Bauchschmerzen. Oder erst recht, weil ich den jetzt wahrscheinlich austrinken werde. Ah. Aber der Geschmack ist fein. Ja. Und der ist ultra lecker. Ich komme nicht drauf klar, dass so, die haben ein Shelf-Life von maximal 2 Jahren. Und wir sind sowas von übertrieben darüber. Allein diese Tatsache, der ist 10 Jahre alt und sowas von fein. Also ich finde irgendwie alleine das haut mich gerade so ein bisschen vom Hocker. Ganz abgesehen mal davon, dass das super schade ist, dass es den nicht mehr gibt. Weil irgendwie so für einen Rehab finde ich den mega lecker. Der schmeckt halt trotzdem, wahrscheinlich ansatzweise noch so, wie er damals geschmeckt hat. Das heißt, wir können für euch sowas wie eine Geschmacksbeschreibung machen und sowas wie eine Bewertung machen. So, dafür ist der Drink auf jeden Fall noch fein genug. Und ich freue mich auch mega, weil wir noch so super viele uralte Dosen da haben. Wer den Channel aktiv verfolgt, weiß, was wir für Dosen noch auf Lager haben. Und wenn die alle auch noch ungefähr so schmecken, wie sie schmecken sollen, gut für die Videos. Ja. Schade für die, die uns einfach nur kotzen sehen wollen. Es ist, wie man erwarten konnte, ein grüner Eistee-Geschmack. Es fehlt so komplett das Bittere, was Grüntee normalerweise ausmacht. Man hat ja so eine süßliche Version davon. Aber ergänzt durch Fruchtgeschmäcker. Wir schmecken vor allem Apfel raus von den Fruchtkonzentraten, die enthalten sind. Ist ziemlich lecker und passt gut zusammen. Ansonsten muss man sagen, der Tee-Extrakt ist durchaus im Hintergrund für den Rehab. Die anderen deutschen Rehab-Sorten, da merkt man das durchaus mehr. Ansonsten durchaus süßlich und dickflüssig, müssen wir sagen, was hoffentlich nicht am Alter der Dose liegt. Es ist so ein bisschen was zwischen Eistee und Saft von der Dickflüssigkeit. Gibt ihm so ein bisschen die Vollmundigkeit. Das ist der Rehab Green Tea. Kommen wir zur Bewertung. Und wir sind hier, glaube ich, fast genauso überrascht wie bei der Verkostung des Drinks. Denn wir sind beide unterschiedlich starke Fans des Monster Rehab Lineups. Aber trotzdem gleichermaßen stark angetan
von dem hier. Wir sind natürlich jetzt schwer gespannt, ob das, was in den USA da gerade frisch auf den Markt kommt, ansatzweise mit dem vergleichbar ist, was uns damals da abhanden gekommen ist. Wir werden euch darüber berichten, falls ihr das nicht verpassen wollt. Abonniert. Wir geben ihm beide eine 7 von 10. Ich habe gerade den Fehler gemacht und den letzten Schluck der Dose leer gezogen und der letzte Schluck war schon ein bisschen stückig. Den hätte ich nicht trinken sollen, glaube ich. Den bereue ich gerade so ein bisschen. Der letzte Schluck einfach weg. Es wäre wirklich okay gewesen. Ich hatte genug, aber nicht geil.